Na dann, hoffen wir doch mal, dass es dieses Mal besser läuft mit den anfliegenden Raumschiffen. Und in den Kommentaren gab es den Vorschlag, dass ich doch noch eine Mine bauen könnte. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich denke, die Arbeiter kommen momentan schon nicht wirklich hinterher damit. Ich sollte eher mehr Arbeiter holen und vielleicht noch einen von diesen Dingern hier aufbauen. Wobei ich es komisch finde, dass wir so viel mehr Eisen verbrauchen als dieses Plastikzeug. Wird sich aber wahrscheinlich ändern mit den Laborsachen und so weiter. Ja, so oder so, trotzdem brauchen wir mehr Ingenieure, damit wir auch hier noch eine arbeiten haben lassen können für Waffen und andere Sachen. Und mehr Arbeiter für hier. Und eventuell noch eine zweite Raffinerie und zweite Mine und so weiter und so weiter und so weiter. Weil Essen haben wir nicht so das Problem. Das heißt, wir könnten ruhig neue Leute anfordern. Aber das mache ich erst, wenn die Kantine steht. Die ich übrigens jetzt schon mal planen könnte, oder? Ich glaube, das ist okay. Bau. Das sieht nach einer Kantine aus. Groß. Oh, Schiff, 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 Schiff. Minus, minus, minus. Handelsschiff ist gelandet. Muahahaha. Okay, was hätten wir gerne? Wir hätten gerne einen Transportbot. Eine Goliath-Turbine. Nee, eine Pistole. Brauchen wir erst später, wenn Besucher kommen, so wie ich das verstanden habe. Spam das hier erstmal voll. So. Und dann hätte ich gerne Metall. Jo, nehmen wir das Metall. Sparen wir uns ein wenig Arbeit. Und ich glaube, das reicht schon fast, ne? Wenn wir das restliche Gemüse benutzen können, um daraus vielleicht nochmal Essen zu machen. Ja. Oh, aber schöner Deal. Wir haben einen Transportbot mehr, der nichts isst und nur repariert werden muss. Und wir haben ein bisschen mehr Metall für noch mehr Gebäude bauen. Handeln. Dankeschön. So, jetzt zurück zum Meckern. Da war ich gerade stehen geblieben. Und zwar, dass ich dich hier nicht hinbauen kann. Oh. Ah, es geht doch. Sehr gut. Weswegen hatte ich es hier gewählt? Weil es in der Nähe des Lagers ist und des Labors und ja, ist okay. Nein, stopp, 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 stopp. Das ist das Kleine gewesen, richtig? Ich glaube, ich habe vergessen, hochzudrücken. Ja, das Kleine würde passen, das Große nicht. Was ist, wenn ich das Flugding dann nochmal woanders hinstelle? Dann könnte es eventuell passen. Es wurde eh vorgeschlagen, dass wir so eine Art Sicherheitskontrolle bauen zwischen der Luftschleuse und dem Lager. Das heißt, ich denke, ich werde irgendwo ein großes Lager bauen. Hinter dem großen Lager dieses Sicherheitsgebäude und dann das große Landebett. Das mache ich aber irgendwo anders. Ich weiß noch nicht wo. Kantine. Ich glaube, ich baue erstmal hier die kleine Kantine hin, damit wir das schon mal nutzen können, soweit. Ich meine, viermal Essenshersteller sollte dann ja auch erstmal reichen, ha? Also packen wir dich jetzt hier hin. Gut ist. Verbinden dich damit. Verbinden dich damit. Und plus ein bisschen. Und hier muss jede Menge Zeugs repariert werden. Oh, die sind jetzt alle beschäftigt mit hin und her tragen. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen, dass das auch gemacht werden muss, ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Dauert richtig lange. Ingenieure tragen aber keine Sachen, oder? Oh, minus, minus, minus. Das sieht sehr knapp aus. Arbeiter, Biologen. Doch, Biologen tragen, Wachen tragen, alle tragen mit. Das ist nicht gut. Biologen sollen verdammt nochmal Essen machen. Ingenieure sollen verdammt nochmal Ersatzteile herstellen und Dinge reparieren. Die sollen nicht Fleisch zu einem Händler tragen. Und Leute verdursten, weil sie Roboter anstarren. Apropos verdursten. Wasser ist noch okay, sollte aber auch bald wieder aufgestuft werden. Ja, ist okay, lasse ich erstmal. Plus mal weiter, bis das alles wegtransportiert wurde. Dann plane ich die Basis weiter. Vier Ersatzteile. Drei Dinge, die ins. Ah, ne, die Dinger. Die müssen nicht repariert werden, die müssen aber nur gewartet werden.
Du musst repariert werden. Verbrauchst du dafür einen Ersatzteil? Ja, hast du schon. Und ich glaube, ich stelle mal auf, sobald das Hühnchen durch ist, stelle ich glaube ich mal auf Rind. Einfach nur für ein bisschen Geschmacksvarianz. 80%, das ist schon auf vierfach, ne? Boah, das Fleisch dauert eine ganze Weile. Na komm. So. Rind. Du bist voll repariert, sehr gut. Damit müsste jetzt das nächste Ersatzteil verbaut werden. Richtig? Wann nimmst du den Ersatzteil oder brauchst du gar kein Ersatzteil? Ich bin verwirrt. Jetzt wurde eins verbraucht, aber man hat nicht gesehen, dass er es genommen hat. Hm. Na gut, ihr macht das schon. Ich hätte gerne auch hier einen Tisch, weil wir inzwischen mehr Leute haben. Und ich hätte gerne einen so einen Bildschirm. Dass die Leute auch was zum Schauen haben. Das hatten wir hier drüben ja nicht. Dafür kriegt ihr keine Topfpflanze. Tut mir leid. Ich hätte gerne einen Essensfertiger. Kann ich hier noch... Oh, das passt. Machen wir mal ein Wasser... Ne? Doch eine Topfpflanze. Ich bin zu gut zu euch. Noch ein Essensfertiger. Noch ein Essensfertiger. Das dauert jetzt ein bisschen und wird recht viel Plastik brauchen. Aber dann haben wir einen schönen Puffer. Weil halt alle Automaten vollgestopft werden können mit Essen. Und dann wird auch die Anzeige hier höher und ich fühle mich ein bisschen wohler. Weil wenn ich da immer nur 8 Essen sehe... Strom. Minus. Warum habe ich keinen Strom? Deaktivieren. Kritisch. Ja, das ist echt kritisch. Wie lange bis Tag? Nicht mehr lange. Okay. Nächstes Projekt definitiv Strom. Nichts anderes, nur Strom. Aber ich hatte auch ziemlich Pech mit der Windstärke. Komm, go, go, go. Tisch wurde gebaut. Deaktivieren wir mal das hier. Jetzt ist eh alles deaktiviert. Komm, Wind. Jungs. Sonne, geh auf oder Wind, geh an. Eins von beiden. Wind, komm. Wie schnell geht das, bis die sterben? Noch keine Mangelerscheinungen. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Wir haben inzwischen so viele Gebäude, dass da relativ viel Sauerstoff allgemein drin verteilt sein muss. Das heißt, selbst wenn kein neuer Sauerstoff hergestellt wird, ist der Puffer an Sauerstoff recht groß, weil die Basis halt so groß ist. So rede ich mir das zumindest zurecht. Und jetzt Solarzellen. Go, go. Es ist hell. Es ist definitiv hell. Ja. Strom kommt. Die zwei Solarpanels kommen nicht hinterher. Ja. Sauerstoff hält sich noch. Oh, sehr schön. Hier passiert gar nichts. Ja, langsam geht das hier hoch. Okay. Das war unangenehm. Wir haben kein Plastik mehr. Aktivieren wir dich. Ja, jetzt ist alles wieder okay. Aktivier dich. Brech die doch nochmal ab. Ist ein bisschen zu viel gewesen auf einmal. So. Und ich baue hier so ein Plastikdingens. Bau bitte das Ding für ein Metall. Und plus wieder. Stopp. Habe ich mit dir schon gehandelt? Nein. Was hast du da? Patent für Baubot. 200. Jetzt habe ich allerdings leider kein Gemüse mehr und so. Jedenfalls nicht im Lager. So, 70.
Können Bioplastik holen, dann spare ich mir das schon mal. Transportbord für 80, aber dann kommt auch noch die Dingens dazu. Die Marge vom Händler. Ja, nee. Lieber das Plastik, damit ich schneller die ganzen Sachen bauen kann. Und Credits. Ja. So. Handeln. Danke. Puffer fühlt sich echt irre langsam. Also ich habe jetzt 3 gekauft. 2 werden verbraucht. Ich kann also kein großes Super-Duper-Solarpanel irgendwo hinsetzen. Aber ich kann schon mal eine Stelle suchen, wo ich das Super-Duper-Solarpanel hinsetzen. Solarpanel oder großes Windrad? Ich glaube lieber großes Windrad. Oder noch größere Energiespuffer? Nee, erst großes Solarpanel. Ja, ich bin ein wenig haderig gerade. Solarmodul, so. 7 Metall. Alter Falter. Ja, das kann ich knicken, das jetzt schon zu planen, oder? Es wird ewig nicht gebaut. Ach komm, bau da hin. Ich könnte jetzt in der Nacht noch ein Solarpanel abreißen, oder? Dann kriege ich wieder Metall, dann passt das. Das wird trotzdem nicht reichen. Naja, ist okay. Ich plus die Nacht durch, hoffe, dass der Wind sich einigermaßen hält. Oh, der ist super. Videobildschirm wurde gebaut. Wie geht's der Moral eigentlich? Anständig. Was? Ihr habt einen Fernseher, ihr habt Topfpflanzen, ihr habt Bäume zum Anstarren. Ihr habt eine funktionierende Krankenstation. Oh, ihr habt anscheinend nicht genug Betten. Und keine Kajüten, ja. Aber es ist doch schon wesentlich luxuriös. Oh, oh. Nimm mal dich da raus. Ja. Und du flieh. Flieh, kleiner Roboter, flieh. Okay. Und jetzt die Verbindung wieder bauen? Wäre praktisch, oder? Nee, ich bewahre mir lieber die Ressourcen gerade auf. So. 4 Metall ist da, braucht nicht mehr viel. Plastik haben wir gerade recht viel. Was bist du? Du bist ein Handelsschiff natürlich. Jetzt habe ich aber gar nichts mehr. Ja. Ja, nee, das tut mir leid. Ich denke, ich muss ein paar mehr Leute... Wir haben auch kein Essen mehr? Jungs, was macht ihr? Hier müsste demnächst mal eine Charge Essen kommen. Hätte ich doch nicht so viel vertauschen sollen, ha? Huh? Energiespeicher ist niedrig. Nicht ernsthaft. Na gut. Gerade wieder Tag geworden, ist okay. Pilz wird langsam fertig. Ja, die Biologen schwächeln ein wenig. Wahrscheinlich, weil ich jetzt die ganzen neuen Sachen dazu gebappt habe. Zusammen mit den Heilpflanzen. Ah, wurde gerade ein neues Pack hergestellt. Also erstmal kein Essen vertauschen. Erstmal warten, bis das sich jetzt hochfüllt auf schätzungsweise 12 oder so. Wo wir jetzt einen mehr davon haben. Und dann gucke ich erst weiter. Go, go, go. Nur noch ein Metall. Warum seid ihr eigentlich nicht mehr verbunden? Komisch. Also ich glaube, die müssen auch gar nicht verbunden sein. Dennoch hätte ich schwören können, dass ich das da gemacht hatte. Ja, wie schaut's aus mit Bewohnern momentan? Wir könnten definitiv noch einen Biologen brauchen. Auch noch einen Ingenieur und Arbeiter. Ich mach die mal an. Und mach das mal so. So sieht gut aus. Ja. Und lass das jetzt so. Wir haben es wieder Nacht und das Ding ist immer noch nicht voll. Das heißt, es wird wieder eine gefährliche Nacht, wenn der Wind runtergeht, ja.